Ein steiler Aufstieg für Uwe Wöllner. Im Klettergarten stellt Redakteur Gero Schorch den Mut seines Schützlings auf eine harte Probe. Trotz seiner großen Höhenangst lässt sich Uwe zögerlich auf diese Herausforderung ein. Nicht zuletzt, um die schöne Kletterlehrerin Maria zu beeindrucken. Und was machst du so in deiner Freizeit? Ja, klettern, ne? Immer? Nee, Volleyball spielen. Cool. Und arbeiten. Und was machst du heute Abend? Ja, klettern wahrscheinlich. Oder wir können auch ins Kino oder so. Herr Scheuch, kannst du vielleicht Kinokarten bezahlen für... Na klar, kein Problem. Sicher. Ja, guck, er zahlt uns. Also das haben wir jetzt auch eingeladen. Ja, also wollen wir dann zusammen mal ins Kino gehen? Ich sag dir mal Bescheid, wenn ich Zeit habe. Dann können wir das mal machen. Okay, aber dann rufe ich dich aber an, ne? Ja, das musst du ja machen. Sonst wird das jetzt. Hast du was zu schreiben, damit ich ihre Nummer aufschreiben kann? Schreib mal gleich auf, ja? Das klappt, Uwe. Du schaffst das. Stimmt. Ja. Also schreib mir dann gleich mal deine Nummer auf, ne? Ja, du kannst hier anrufen, ne? Weißt du. Ich bin doch eh immer hier. Und welchen Film wollen wir sehen zusammen? Ja, den kannst du dir aussuchen. Ich bin da flexibel. Hulk? 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 Nee, so flexibel bin ich dann doch nicht. Ja, oder Zaubererfilm? Zaubererfilm? Nee. Mit Zauberern und so. Und wir können auch zusammen tanzen gehen. Wie so richtig standardmäßig. Ja, oder eine Diskothek, ne? Was hörst du denn für Musik? Alles, Acid House. Ja, das ist nicht so mein Musikgeschmack. Ja, oder was du willst halt. Ach so, ne? Also ich würde, darf ich dann entscheiden. Ja, also ich würde überall mit hingehen zum Tanzen. Okay. So, also wollen wir? Naja, ne, ich arbeite ja viel, weißt du ja. Aber am Wochenende wollen wir da tanzen? Am Wochenende? Das geht schlecht, da feiere ich eine Party. Wo ist es denn? Wo ist denn die Party? Bei mir zu Hause. Ah, vielleicht kann ich da kommen. Und wo ist das? Das kann ich jetzt nicht verraten. Oh, das ist privat. Ja, aber da würde ich ja dann, wenn ich kommen soll zur Party, muss ich ja wissen, wo es ist, ne? Ja, das ist richtig. Herr Schorch, kann ich zu der Party von ihr? Natürlich. Stift. Damit ich. Ja, okay. Marco, ich komme da wirklich noch. Ja. Ja, wir sehen uns später. Man sei vorsichtig, ne? Okay. Okay, dann bis später, Maria. Ja, später. Ach so, Herr Scheuch hat jetzt einen Stift, Maria. Ja, Stift. Und schreibt noch auf, wie viel Uhr die Party ist, ja? Ich schreibe das nachher auf. Ich gebe das dann weiter. Gut, wir sehen uns später. Ein herber Rückschlag für den scheuen Uwe. Seine Kontaktversuche stoßen auf wenig Begeisterung. Doch Redakteur Gero Schorch nimmt seinen Schützling zur Seite und erinnert ihn an das eigentliche Ziel des heutigen Ausfluges. Uwe soll endlich lernen, seine Ängste zu überwinden. Du gehst da hoch und dann, verspreche ich dir, dann kriegst du eine richtig geile Frau. Eine mit richtig geilen, dicken Titten. Weißt du? Ja, natürlich. Die wird das sehen, die wird das Funkeln in den Augen sehen, Uwe. Wann bist du mal über deinen Schatten gesprungen? Wann bist du mal über deine Grenzen? Ganz einfach. Nein. Uwe, du weißt, wie ich es meine. Uwe. Ah, das ist natürlich schwierig, weil der natürlich immer mitspringt, der Schatten, ne? Voll Blödsinn, man kann ja nicht über seinen eigenen Schatten springen, weil er immer mitspringt, ne? Du kannst über meinen Schatten springen, höchstens, ne? Ja, aber ich kann ja nicht über, auch, ich kann auch nicht über meinen nicht eigenen. Nicht über deinen eigenen, siehst du? Herrn Schorch. Herrn Schorch. Herrn Schorch. Herrn Schorch. Er sagt auch, dass man nicht über seinen Schatten springen kann, weil der Schatten immer mitspringt. Aber es gibt so eine Redensart, dass man über seinen Schatten springt. Das heißt, dass man Sachen macht, die man eigentlich nicht so gerne möchte, aber dann meistens fühlt man sich hinterher dann besser, wenn man das gemacht hat. Quatsch. Ja, doch. Nee, dann kann ich über deinen Schatten springen. Also ich kann über deinen Schatten springen oder du über seinen oder er über meinen Schatten, aber er kann nicht über seinen springen, Herr Schorch. Das ist Quatsch. Guck mal, kannst du mir eine Ohrfeige geben? Warum? Ja, frage ich dich. Traust du dich, mir eine Ohrfeige zu geben? Nee, würde ich nicht wollen. Ja, siehst du? Ich traue mich auch nicht, dir eine Ohrfeige zu geben. Da habe ich Hemmungen. Aber guck, siehst du? So einfach geht es. Und das kannst du auch. Mach mal. Ja, siehst du. Geschafft. Ne? Genau so gehst du da jetzt oben drüber. Schafft es Gero Schorch, Uwe seine Ängste zu nehmen? Sehen Sie in der nächsten Folge. Hast selber Schiss gehabt? Ich habe überhaupt keinen Schiss gehabt da oben. Und wenn ich Schiss gehabt habe, dann habe ich ihn wenigstens überwunden.